Hallo Leute, hier ist der Jens von den Tabletop Generals und heute machen wir ein kleines Produktreview und zwar für die Terrain Basis von Red Dragon Tabletop Gaming. Das ist so eine, ja, wie sage ich so, Resingießerei aus UK und die machen so unterschiedliche Geländesets, wo sie eben mehrere Bases in unterschiedlichen Größen aus Resin abgießen. Hier gibt es einmal so ein Sumpfset. Das haben wir dreimal. Das brauchen wir für, ja, für praktisch alles und für Infamy. Dann haben wir hier so ein Set mit Felsen drauf. Das haben wir zweimal. Das brauchen wir für dieselben Sachen. Und dann haben wir hier noch ein Set mit kleineren Felsen, die man als lose Basis praktisch von A nach B quer über den Tisch verteilen kann. Würde ich doch mal vorschlagen, fangen wir mit den Sumpf- oder Marschlandschaft-Basen an. Ja, hier haben wir die drei Stücke, die in dem Set enthalten sind. Die sind hier jetzt aus weißem Resin gegossen. Sind auch stabil und ja, von der Qualität her, es sind kaum Blasen oder sowas zu erkennen. Das ist also alles soweit ganz gut. Was die Größe anbelangt, haben wir hier ein Stück, das ist 9 Zoll lang und im Schnitt wohl so um die 2 Zoll breit. Dann haben wir hier eins, das ist 4,5 mal 4 Zoll. Und dann haben wir noch das etwas größere, das ist 3,5, 4 und ja, knapp 8 Zoll lang. Ja, das sind diese Marsch- oder Sumpfbases von denen. Und die sind so angelegt oder so produziert, dass man die praktisch aneinanderlegen kann, um eine zusammenhängende Fläche zu kreieren. So zum Beispiel, um einfach ja, einen größeren Sumpf darzustellen oder halt verteilt, wenn das gesamte Gebiet so ein bisschen sumpfig sein soll. Ja, dann werden wir doch hier glatt mal so einen Zombie daneben stellen. Und dann könnt ihr schon sehen, dass das relativ gut passt. Na, der kann auch da über den Sumpf rüberlaufen. Ja, das sind diese Sumpfgeländestücke. Die werden natürlich bei Infamy oder in der Normandie werden die mit Sicherheit eine gute Verwendung finden oder auch an der Ostfront. Die sind sehr, sehr vielseitig einsetzbar und werden bemalt bestimmt ja, so gut wie jeden Spieltisch bereichern. Na, gut, dann kommen wir doch als nächstes mal zu den ja, Rocky Ground Bases. So, hier sind die Rocky Ground oder Rough Ground Bases. Überall so ein bisschen Felsen rein modelliert, sodass das wirklich nach ja, unebenem, unwegsamen Gelände aussieht. Allerdings eben ohne Wasser, sodass man da keine zusätzlichen Modifikatoren hat. Ist sehr gut gearbeitet, keine Bläschen oder zumindest kaum irgendetwas zu sehen, zu erkennen. Und auch das ist so gestaltet, dass man sie zusammenschieben kann, um eine etwas größere Fläche zu erzielen. Auch hier nehmen wir nochmal den Zombie, der natürlich noch nicht fertig ist, um hier mal als Beispiel zu dienen. Also man kann hier
überall den hinstellen. Der steht relativ gut. Braucht man sich also keine Gedanken zu machen. Hier an der Kante ist ein bisschen doof. Aber auch da wird er gerade so stehen. Ja, ist auf alle Fälle cooles Zeug. Ist dieselbe Sorte Resin. Ist auch stabil und lässt sich nicht so ohne weiteres brechen oder sonst was. Also echt gutes Zeug. Ja, dann kommen wir jetzt noch mal zu den einzelnen Felsen. Da haben wir hier einmal so einen großen Felsen. Na, der ist schon eine mächtige Felsformation sozusagen. Na, fast so hoch wie eine Figur. Und kann man auch super Figuren drauf platzieren. Wie sind denn die Maße? Die Maße, hoch ist das Ganze in etwa 4 cm und es ist 6 mal 4,5 Zoll. Ja, das ist der große Fels. Und dann haben wir natürlich noch ein paar kleinere Felsen, die man so ein bisschen auf der Platte verteilen kann. Dann haben wir hier diese süßen kleinen Dinger hier mit einem Durchmesser von ja, 4 cm in etwa. Ja, davon sind im Set 4 enthalten, die man halt einfach so ein bisschen auf den Tisch verteilen kann. Und dann haben wir hier noch zwei etwas größere, also sozusagen mittlere Felsen im Vergleich zu dem ganz großen. Ja, und auch da kann man Figuren drauf platzieren. Ja, oder eben daneben. Ja, wir sind hier. Das ist, ja, das sind doch schon 3,5 Zoll oder knapp 9 Zentimeter. Ja, und das Ganze als Kreis. Ja, passt. Höhe ist hier in etwa 3 Zentimeter. Man kann also kleinere oder normale Schützen, einzelne kann man dahinter durchaus verstecken, sodass sie dann auch Cover bekommen. Ja, das hat alles ganz gut geklappt mit den Jungs. War eine schnelle Lieferung. Ich werde den Shop natürlich hier irgendwo mit so einer Infokarte mal einblenden. Und innerhalb der nächsten Wochen werde ich die Geländestücke auch bemalen, sodass wir sie benutzen können. Und gib den Jungs mal eine Chance. Ist wie gesagt nur eine relativ kleine Firma mit einem begrenzten Sortiment. Aber die Qualität spricht doch schon für sich. Und ja, ich hoffe, euch hat dieses kleine Review gefallen. Lasst mir doch ein Abo da, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Kommentare sind gern gesehen. Gebt mir auch einen Daumen hoch oder Daumen runter. Wenn ihr Daumen runter macht, sagt mir bitte warum. Und wenn ihr wollt, dass wir uns noch mehr von diesen Geländesachen kaufen können, dann denkt doch bitte drüber nach, uns bei Patreon zu unterstützen. Ja? Ihr könnt also gespannt sein, was hier mit in Zukunft passiert. Bis dahin erstmal alles Gute, bis dann und tschüss!